So, jetzt sieht die schon wieder ganz anders aus. Also, das hat sich wirklich gelohnt, die Maschine gründlich zu reinigen. Das Kesselhaus ist auch wieder frisch im Lack. Es war zwar zum größten Teil wirklich auch noch im guten Zustand, auch vom Lack her, aber hier vorne die Korrosion. Ich mag nicht solche Kuhmuster auf dem Kesselhaus, weshalb ich mich dann doch entschieden habe, das Kesselhaus einmal komplett mit hitzefestem Lack, also als erstes zu entrosten, anzuschleifen und dann mit hitzefestem Lack neu zu beschichten. Ist wirklich gut geworden. Ja, also es ist natürlich Geschmackssache. Natürlich für alle, die es gerne original möchten, ist der Lack natürlich glänzend ausgeführt. Ich mag den glänzenden Lack nicht so sehr. Ich finde es matt schöner, aber das ist mit Sicherheit auch eine individuelle Frage, was einem besser gefällt. Ich habe mich für hitzefesten Lack in matt entschieden. Der ist temperaturresistent bis 800 Grad. Sollte also kein Problem darstellen. Der hält vor allen Dingen, wenn er das erste Mal dann auch Hitze gekriegt hat, dann wird er noch mal richtig hart und fest und widerstandsfähig. Finde ich eigentlich ist ganz gut gelungen. Ja, wir haben gesehen, das Manometer, das funktioniert sogar. Ja, also ich habe es getestet. Auch das Wasserstandsglas konnte ich instand setzen. Leider hat hinten dran das rote Scheibchen gefehlt, was die Dichtung niederdrückt und das Glasröhrchen durchlässt. Da habe ich kurzerhand aus dem Stück Flachmessing eins mir angefertigt und das ist ganz gut geworden. Habe das rot lackiert. Dementsprechend ist das jetzt vom Originalen auch in der Funktion in keiner Weise zu unterscheiden. Ja, ansonsten, was gibt es zu sagen? Der Lack ist echt schön geworden. Ich habe den jetzt ganz leicht nochmal geölt, ja, und mit einer Pflege, Lackpflege behandelt. Der Schmutz ist auch wirklich gut weggegangen. Man sieht also fast neuwertiger Zustand des Aggregat. Für alle, die sich die Frage stellen, woran erkenne ich denn, ob eine Maschine wirklich in einem guten Zustand ist? Das ist jetzt bei der Maschine eher ein Zufall. Das war natürlich beim eBay-Kauf jetzt nicht vorherzusehen, auch wenn der Pflegezustand allgemein recht gut war. Das Aggregat natürlich. Kann man hier schon schauen, wie viel Spiel gibt der Zylinder, wie ist das Verschleißbild am Zylinder. Ja. Wenn wir jetzt aber mal gucken, wie viel Kompression, sprich wie viel Leistung der nachher bringt, auch von seinem ursprünglichen Leistungspotenzial, dann ist dafür einfach mal der Dampfabsperrventil, ich mache es einfach mal auf als erstes. Ja. Und dann sehen wir, das läuft relativ leichtgängig, ja. Wenn wir jetzt mal schauen, das läuft relativ leichtgängig. Da habe ich keinen Widerstand. Wenn ich jetzt das Dampfabsperrventil zumache, dann sehen wir, ah, der hat richtig, richtig Kompression drauf, ja. Also der zieht jetzt nicht viel Falschluft, ja. Das heißt, der Zylinder ist kaum verschlissen. Der hat also. Der zieht Vakuum dann quasi, weil er keine Zuluft mehr kriegt aus dem Kessel. Dementsprechend ist das relativ dicht, was dicht sein soll. Und man kann davon ausgehen, dass das Verschleißbild hier noch sehr gut ist. Ja. Bei einer Maschine, die verschlissen wäre, würde die wesentlich leichter dann noch nachziehen. Ja. Ja. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen zur Maschine? Außer, dass sie echt ein hübsches Modell ist. Auch von der Wertigkeit Märklin-Modelle sehr
wertig verbaut. Das ist alles sehr, sehr robust gebaut. Und man muss jetzt wirklich dazu sagen, das Ding ist 90 Jahre alt. Ja? Also ich glaube, da sind alle sich einig, die sich ein bisschen mit dem Thema Modelldampfmaschinen befassen. Das heutige Kinderspielzeug wird jetzt nicht unbedingt jedes Mal die Lebenserwartung von 90 Jahren haben. Ich würde auch bezweifeln, dass man damals in der Voraussicht gesagt hat, wir bauen jetzt ein Kinderspielzeug oder ein Modell, das 90 Jahre und mehr hält. Ich finde trotzdem, ist das ein bemerkenswerter Zustand. Ja, natürlich sind nicht alle Modelle in diesem Zustand. Hier wurde schon pfleglich damit umgegangen. Ja. Was natürlich noch nicht so schön ist, das kann man sich jetzt überlegen, jetzt für die Funktionslauf ist es okay. Hier sind leider die Griffe abgebrochen, die originalen, und durch eine Schraube ersetzt worden. Das wird natürlich im Betrieb sackheiß, ja, weil die natürlich die Wärme direkt vom Kessel hier hochleiten. Die sind kaum anzupacken mit den Fingern. Da hat man massiv Probleme. Die werde ich noch ersetzen. Ja, also da schaue ich mal. Ist jetzt erstmal funktional, ja, ist okay. Aber die gehören ersetzt. Zur Not dreht man sich da welche. Das ist kein Hexenwerk und macht da Holzgriffe dran. Ja, ist einfach benutzerfreundlicher. Ja, ansonsten, ich habe es ja schon angesprochen. Wir haben hier noch eine gute Aggregateplatte, wo der Standpunkt für den Generator, der da vorgesehen ist, in einem guten Zustand auch ist. Der Brenner ist auch wieder sehr hübsch geworden. Ja, funktioniert wunderbar, läuft gut. Was toll ist, ist, dass das Rad in einem tollen Zustand ist. Hier zum Vergleich, was ich gesagt hatte, hier diese Modellreihe mit aus dem Baujahr hat jetzt nicht mehr die Probleme oder hat noch nicht die Probleme gehabt mit der sogenannten Zinkpest. Da wurde einfach Ende der 30er Jahre für die Rüstungsindustrie gewisse Metalle eben besonders bevorzugt zur Verfügung gestellt, welche dann in der industriellen Verarbeitung für Spielzeug oder andere nicht kriegsentscheidenden Güter, sag ich mal, nicht zur Verfügung standen in dem Ausmaß. Und das Ergebnis davon, jetzt kann man natürlich sagen, gut, das hat in der Zeitraum, wo man das vielleicht für den Markt produziert hat, war das jetzt auch nicht die oberste Priorität, dass man, wie gesagt, so ein Spielzeug für 90 Jahre gebaut hat, sondern man hat dort eben an dem Material eingespart. Und zur Folge hat das, ich zeige es euch mal hier, dass die Zinkpest sich so äußert, es kommt von innen nach außen. Das ist jetzt ein Rad von der Märklin Nummer 7 von meinem Modell. Da habe ich das Rad getauscht. Das hier ist natürlich heftig. Ja? Also so Räder oder solche Dampfmaschinen mit diesem Befund sollte man nicht in Betrieb nehmen, weil die ohne Vorwarnung fangen die an zu brechen. Und es ist also irreparabel, der Schaden, ja, wenn man das mal vergleicht. Hier sieht man es, was da für Risse drin sind. Ja, zum Vergleich, das ist ein älteres Baujahr. Ja, das ist aus den frühen 30ern. Und dieses hier ist Ende der 30er Jahre. Ja, so sieht das aus. So sieht eine Zinkpest aus. Nicht schön, irreparabel. Das Rad ist kaputt. Sollte man, wie gesagt, nicht in Betrieb nehmen. Das betrifft aber nicht nur die Räder. Ja. Hier sehen wir den Generator, der eigentlich ja hier auf die Platte gehört. Ja. Das ist jetzt auch von meiner Nummer 7. Man sieht es, hier kommt er drauf. Das ist auch von meiner Nummer 7. Eben auch Zinkpest am Generatorgehäuse. Heißt, das Gehäuse bricht weg. Ja, also
Man sieht es ganz oft, dann haben die Abplatzer und brechen in der Mitte heraus, werden spröde und das Ganze, das bröselt auseinander. Das ist also auch irreparabel, ja, die Schäden. Wenn man hier drauf drückt, dann fallen einem die Bröckchen entgegen. Leider nicht, dass es genug ist, dass diese Dinger mittlerweile ja, ein halbes Vermögen kosten, wenn man so einen Generator für sein Modell sucht. Leider sind eben auch eine Vielzahl aus diesen Modelljahren haben ganz genau diese Problematik. Wie gesagt, irreparabel. Hier sieht man noch die Brösel davon. Keine Chance. Das Einzige, was ist, man kann jetzt hier die Innereien retten. Ja, der Generator, der hat noch einen ganz guten Magnet. Ja, wie man sieht, der hat noch Saft. Ansonsten ist leider der Generator kaputt, ja, inklusive der schönen Abdeckung der Glocke, die hier, Generatorglocke, die hier oben drüber sitzt. Schade, schade. Ja, das ist das leidige Thema Zinkpest. Auch die Firma Fleischmann kann davon ein Lied singen. Gerade die frühen Modelle aus den, ja, wie gesagt, also das ist in der Produktionszeitraum 1938, so in dem Dreh. Aber auch in die 40er Jahre rein, wenn dann noch Modelle produziert wurden, weil irgendwann auch das in den Hintergrund getreten ist, historisch bedingt. Und ja, sehr schade. Das ist die Thematik, woran es liegt. Ansonsten dieses Modell eben nicht betroffen. Schönes Modell. Ich finde, es ist auch ganz hübsch geworden. Und ich freue mich drauf, wenn sie dann läuft. Und ist ein ganz, ganz schönes, farbenfrohes Modell, das mir persönlich jetzt auch viel Spaß gemacht hat, so aufzubereiten und wieder so strahlen zu lassen. Wenn ihr euch fragt, wie kriegt man denn den Kessel, der sah ja wirklich erschreckend aus am Anfang. Also das war tatsächlich auch ziemlich knifflig gewesen hier mit dem Schauglas. Da war ich mir im Moment nicht so sicher, ob wir den Kessel noch mal retten können. Aber es hat wirklich gut geklappt. Ja, gut, die Schauglasabdeckung, die ist jetzt nicht die hübscheste, aber sie ist die originale und vielleicht läuft mir ja irgendwann mal eins über den Weg und dann tausche ich das vielleicht mal aus gegen ein hübscheres. Aber das passt schon, ja, also das ist schon okay. Ansonsten, wie gesagt, haben wir jetzt hier nicht viel machen müssen, außer das Kesselhaus, das ich lackiert habe, ist das alles nur gereinigt und gangbar gemacht. Das heißt, auch die Metallteile wieder gesäubert und entharzt von dem verölten Schlaz, der da drauf war. Und ist doch richtig hübsch geworden. Zur Ausstattung nutze ich, um sowas aufzupolieren oder wieder ansehnlich zu machen, gibt es so eine Grundausstattung. Ich nutze einmal für, wenn ich wirklich Metallteile entroste oder den Kalk runter machen möchte, dann nutze ich eine weiche Messingbürste. Je nachdem, wie groß das Bauteil ist, darf die auch ein bisschen kleiner sein. Und ansonsten nutze ich eine Zahnbürste zum Reinigen natürlich. Bisschen Autosol zum Aufpolieren. Das wird das Finish oder für die vernickelten Teile wird das auch sehr hübsch. Muss man aufpassen, dass man nicht zu viel poliert, weil die Nickelschicht an vielen Bauteilen manchmal nur sehr dünn ist. Und dann poliert man auch die Nickelschicht runter. Ansonsten gibt es hier den Polierblock und den Schleifbock mit einer Polierscheibe drauf, mit der man dann den Kessel auch wieder auf Hochglanz polieren kann. Das ist so die Grundausstattung, auch ein feines Schleifmittel, wenn es ums Entlacken geht, ja, oder wenn man Ausbesserungen machen muss. Da bietet sich sowas an. Ich nutze hier den Akkuschrauber. Damit klappt das eigentlich ganz gut.
Ansonsten zum Löten natürlich eine entsprechende Lötlampe, beziehungsweise ich habe da so ein, ja, so aus dem Sanitärbereich zum Löten, oder es gibt auch die kleinen Lötkolben. Da muss man halt auch gucken, dass sie dann genug Power haben. Ich nutze dann ein Flussmittel für Fittinge zu löten und eben ein Silberlot. Bitte kein Elektrolot nehmen, das ist Murks, das bringt gar nichts. Das muss mindestens 3% Kupferanteil haben und sollte für den Sanitärbereich, also Fittingslot, sollte hier verwendet werden. Bitte kein Elektrolot, das bringt nichts. Ansonsten ist das nicht viel Hexenwerk. Ich habe noch so einen kleinen Lötbrenner für kleinere Sachen. Wenn ich mal irgendwie was nur entlöten will oder so, dann funktioniert das sehr gut damit. Und ja, das ist so die Grundausstattung. Und natürlich braucht man ein bisschen Erfahrung, ein bisschen ja, an Ersatzteile ist nie verkehrt, wenn man da ein bisschen was hat. Weil gerade solche Teile hier, da kostet mal schnell so eine olle Pfeife irgendwie ein Zwanni oder so. Und da ist man immer ganz froh, wenn man sowas noch irgendwie hat. Oder ein Ersatzteilpaket bekommen hat, wo sowas dabei war. Oder man eine Maschine günstig genommen bekommen hat als Ersatzteilträger, die man dann für sowas verwenden kann. Hier war jetzt nicht so viel Arbeit drin, zumindest was die Instandsetzung betrifft. Aber ich denke, die Aufbereitung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ist eine schöne Maschine geworden und ich freue mich tierisch, wenn wir die dann das erste Mal anheizen und die wieder schön vor sich hin dampfen kann. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein bisschen länger gedauert als gedacht. Aber mir hat es tierisch Spaß gemacht und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ruhig einen Daumen hoch da. Könnt auch gerne auf den Abo-Knopf drücken. Und wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Kommentare habt, freue ich mich auf euer Feedback. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und hat mich gefreut. Macht's gut. Ciao, ciao.